hier kann eine ganz schön eigene Dynamik entstehen. Ja, also wir spielen überragend zu Hause und in diese Kulisse mit unseren fantastischen Zuschauern, dann haben wir immer ein gutes Gefühl, wenn wir hier zu Hause spielen. Spiel läuft, los geht's. Erste Hälfte, Hannover-Burgdorf von rechts nach links. Der Bergische HC komplett in Weiß. Oh, direkt guter Auftakt, Fabian Böhm. Sehr schnell auf den Beinen unterwegs. Gutes Tor gemacht, kommt mit Fulldruck, 110%. Direkt einmal am Abwehrchef Jonowski vorbei. Fabian Böhm, ja, ich sag mal, bis Kiesum gekommen ist, der einzige Neuzugang, der einzige, der eigentlich geplant war. Ja. Was hat er nochmal dem Spiel von Hannover-Burgdorf mitgebracht? Ja, also er kommt, wie man sieht vorher, mit Volldruck, hat einen sehr starken Wurf, ist ein gutes technisches Spieler auch und kann sehr guten Abwehr stehen. Deckt zentral mit Maitre Teil und ja, ein sehr guter Spieler für uns und hat viel mitgebracht. So, und dann gehen wir es noch einmal schnell durch, gibt ein paar Veränderungen im Vergleich zu unserer Grafik. Also Gunnarsson auf rechts außen, haben wir beim BHC. Dann haben wir mit der 5 Maximilian Herrmann, Rückraum rechts. Im Zentrum, wie erwartet, Babak. Kreis Preuß hatten wir auch so. Alexander Herrmann auf Rückraum links. Und dann Christian Mosse auf der Außenposition. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was da am Schiedsgerichtstisch besprochen wird. Auf jeden Fall scheint es irgendein kleines Problem zu geben. Scheint mir so, als würde irgendwas mit der Hallengrafik bzw. mit dem Gerät, womit man die Tore mitzählt, nicht hundertprozentig in Ordnung sein. Aber wird direkt fieberhaft dran gearbeitet. Ja, auch ungewöhnlich, dass der Keeper Gustafsson da einmal nach vorne kommt, um dem Rückraum rechten irgendwas auf den Weg zu geben. Ja, vielleicht. Aber ein paar Spiele gesehen, wo er kommt nach halb und hat einen sehr starken Wurf, muss man sagen. Dieser Gunnarsson ist auch granatenschnell, so muss aufpassen. Hat 40 Tore gemacht in dieser Saison, meine ich. Ein Torschütze für seine Mannschaft. Genau, er, der jetzt den Ball hat mit der 11. Am 23.10. noch Geburtstag gefeiert, 29 Jahre alt geworden. Würde ihr natürlich gerne 2 Punkte mitnehmen. So, und der Kulisse kann man es entnehmen, es geht weiter. Erster Angriff für den Gast. Die beiden Hermann-Zwillinge im Zusammenspiel. Erste Parade Martin Ziemer. Ziemer, der sich die letzten Spiele deutlich gesteigert hat. Ja, muss man sagen. Gute Parade, hat gut gespielt jetzt im letzten Spiel und vom Meißel mit Fulldruck. Der Abwehrchef. Er ist so stark gegen 1 gegen 1. Eine gute Beginnung für die Rechten. Direkt 2-0 in Front. Maximilian Herrmann verliert den Ball. Schlechter Pass gewesen. Guter Rückzug von Herrmann. Und Alexander Herrmann bügelt es aus, richtig. Ich finde die Halle aber heute schon von Anfang an extrem laut. Da fällt mir auf, dass Bergische HC in Balingen. Danach hat sich Sebastian Hinze, der Trainer, geäußert und meint, ja, wir haben uns von der Kulisse ein bisschen einschüchtern lassen. Das kann also heute auch ein Faktor werden. Ja, also viele Leute sind hier und eine überragende Atmosphäre von Anfang. Das hilft natürlich immer uns. Nicht gefährlich für Bergische, aber ja, so ist es. Er steht im Kreis. Kommt die gelbe Karte. Und es gibt den 7 Meter. Kai Heffner mit
Gelb. Dann haben wir die Aktion nochmal. Gut angezogen von Babak. Ja, wie letztes Spiel kommen Altesemic rein am ersten 7 Meter. Hat gutes Succes mit das letzte Spiel. So, lass uns schauen, was jetzt passiert. 3,7 Meter konnte Altesemic schon rausnehmen in dieser Saison. Ja, genau. Ist natürlich auch mit 2,8 Meter eine Kante. Gunnarsson. Oh, mutig bei so einem Hühn auch nach oben zu werfen. Ja, das ist. Dann hat man hohes Selbstvertrauen, muss man sagen. Das ist ein guter Wurf, gutes Tor. Man denkt, die Schürze, okay. Jetzt seht ihr einen Mann, wie fast 3 Meter vorne mich ist, aber ja, gut entscheidend. Olsen, Heffner, wieder Böhm. Ah, diesmal ist Jonowski direkt da. Versucht ihn früher anzugehen. Hückerüt. Ja. Stark. Klarer 7 Meter. Ja. Gibt auch hier die erste gelbe Karte für Maximilian Herrmann. Hückerüt bekommt den Ball, Herrmann im Kreis. Aber auch sehr antrittsschnell, Hückerüt, aus der Drehbewegung. Ja, muss man sagen, er ist ein sehr starker Spieler, ein schwerer Spieler. Wenn man den Abwehr steht und denkt, okay, ich habe ihn, dann bekommt er den Ball, dann ist er fast schnell, also sehr schnell. Also mit den Beinen und so, dreht richtig gut um. Und dann meistens sieht man oder Tor. Lenov gegen Gustafsson. Ja, bis hierhin läuft alles nach Plan für Hannover-Burgdorf. Sehen wir es nochmal, Lars Lenov, mit dem du dir die Position teilst. Ja. Was habt ihr für ein Verhältnis zueinander? Ja, also wir sind richtig gute Support für den anderen. Sprecht richtig viel. Für den Torwart des Gegners immer Stürmerfolge für gegen Moritz Preuß. Jetzt ganz schnell gehen, zweite Welle. Patral. Heffner. Den darfst du so frei nicht hochsteigen lassen. 4-1. Heffner in zweite Falle. Zweite Welle, kommt er mit Volldruck. Kai Heffner, der schon über die gesamte Saison gesehen eine gute Form an den Tag legt. Europameister im Januar geworden mit Deutschland, auch bei Olympia dabei gewesen. Und schon jetzt kommt die Schwäche beim Bergischen HC zum Vorschein. Das Positionsspiel, das ist was Sebastian Hinze angekündigt hat, dass sie sich neue Lösungsmöglichkeiten haben einfallen lassen. Bis hierhin ist davon noch relativ wenig zu sehen, sehr statisch das Spiel. Was nicht heißt, dass die Abwehr von Hannover-Burgdorf nicht ja, das auch gut macht. Ja, genau. Also stehen richtig eng zusammen, gute Beweglichkeit und hier Freiwurf. Aber ja, also ja, aber gleich drei Mann da, ne? Also ja, das genau. War schon stark zusammengerückt. Genau. Herrmann, der andere Herrmann. Klar, 7 Meter. Ein guter Wurf finde und dann schnell auf den Beine. Klar, 7 Meter. Und es gibt das Duell zum zweiten. Gunnarsson, Malte Semisch. 80% seine 7 Meter Quote. Dann muss er diese halten. Wenn du guckst auf die Statistik, muss er das halten. Aber hat man gesehen, Semisch hat ihn eigentlich eingeladen, links zu werfen, beziehungsweise vom Schützen nach rechts. Ja. Ist er nicht drauf reingefallen. Da. Die kleine Finte. Ja, genau. Gunnarsson behält die Nerven. Doppelkreuz. Übergang Lindhof. Klasse schön. Ich sage Standwurf
kommt mit Full Druck, also es kommt sehr schnell den Ball, schwer für Torwart zu sehen. Was ist das Ziel davon, dass Lars Lehnhoff einläuft? Ja, eigentlich ein bisschen in der Abwehr verwirren, diese Mann wie in dem Zentraldeck ein bisschen Aufmerksamkeit machen und dann soll Böhm Meiklinger erster Schritt kommen. Alexander Herrmann, der Österreicher, 25 Jahre, seit 2015 im Team. Patrei bekommen sie bis hierhin noch nicht in den Griff. Unterbrechung, wieder die Chance für den Wechsel. Abwehrangriff, Olsen wieder dabei. Er, der eine besondere Belastung in diesen Wochen hat, dadurch, dass Sabalchyc natürlich verletzungsbedingt fehlt. Merkt man ihm das schon an, Morten Olsen? Also, er konnte eigentlich auch im Pokal spielen, aber er war nicht so 100%, wollte mehr so 100% heute geben. Deswegen fängt er auch an und also sieht man deutlich, dass er ist am 100%, aber erste 2 Minuten Strafe für Kai Häfner gegen Gunnarsson. Klasse Pass natürlich vom Torhüter. Oh, weiß ich jetzt aber nicht, ob du da 2 Minuten geben musst. Nee, fast nicht. Der sucht auch diese Berührung, Gunnarsson, von Häfner. Aber ja. Hat schon früh signalisiert, dass er eigentlich da nicht eingreifen wird. Aber natürlich bewegt er sich auch, Häfner. Und ich glaube, deswegen haben die 7 Meter gefiffen. So, neue 7 Meter wird. Christian Hosse. Dann war er. Aber was war denn das für ein komischer Move? 2x von 7 Meter getroffen und dann wechsle ich den Schützen. Ja, aber manchmal ist es so, wenn diese 7 Meter gefiffen gegen mich oder so, dann gibt es verschiedene Theorien, dass okay, dann vielleicht bin ich nicht 100% fit und könnte nicht so würfen. Aber wenn ich nicht war, dann hatte ich gesagt, ey, ich würfe selbst. Aber ich glaube also. Freitor. Das ist das Risiko, was du eingehst, wenn du den zusätzlichen Feldspieler bringst. Muss man sagen. Christopher Rudek mit dem Treffer und der Bergische HC ist wieder dran. 4-5 aus deren Sicht, aus der Sicht des Gastes. Aber diese Maßnahme mit dem zusätzlichen Feldspieler, die habt ihr schon in der Vorbereitung extrem geübt. Ja, richtig viel geübt. Das ist auch ein klarer Vorteil. Wenn man schafft das richtig punktlich, dann hat man eigentlich Überzahl jedes Mal. Aber es gibt dieses Risiko immer, wenn man versucht, einen Kreis zu spielen, wenn es nicht gibt oder man macht technische Fehler, dann liegt der Ball in der anderen Ende. Gunnar Karasson mit der 24 ist jetzt hier mit dabei. Auf der Rückraum-Rechtsposition. 20 Sekunden noch. Hannover-Burgdorf in Unterzahl. Zeitspiel angezeigt. Fabian Böhm tankt sich durch, bekommt keinen Freiwurf. Ah, gut, also der hat sich gut warm geworfen. Ja. Arnór Gunnarsson, 29, Isländer, der effektivste im Team. Das erste Mal Ausgleich nach 10 Minuten und prompt kommt die Halle wieder. Schlechtes Pass von Morten. Individueller Fehler. Ja.
In den letzten Minuten ist jetzt schon zu merken, so ein kleines Konzentrationsloch. Ja. Und Morden kommt nicht zum Bank, so deswegen stehen die jetzt in 5-1 mit ihm vorne. Nachvollziehbare Variante gegen die rückraumstarken Spieler vom Bergischen HC? Nochmal? Nachvollziehbar, dass man eine 5-1 spielt gegen den Bergischen HC, ja, weil die rückraumstark sind? Ja, das ist so eine alternative Deckung, wenn Morden nicht zurück schafft. Ein gutes Tor von Hannesson. Aber natürlich muss man eine alternative Deckung haben, weil das nicht jedes Mal die Rückraumspieler schafft, das zum Bank zu kommen. Aber ja, jetzt kam das zum Bank Morden und jetzt stehen die wieder in 6-0 Deckung. So. Haben wir eigentlich auch gut geschafft, die letzten paar Wochen richtig guten Abwehr zu stehen und dann schnell Konter zu machen. Haben deswegen auch so viele Tore gemacht. Und das auch ohne Sven Sören Christoffersen, der verletzungsbedingt fehlt. Ja. Sich im ersten Spiel verletzt hat, der eigentlich für den Mittelblock gesetzt war. Ja, das war ein sehr, sehr großer Minus für uns, dass Sven nicht spielen kann, aber Babak mit dem Tor. Ja, gutes Tor, gutes Wurf. Schwer für Sima zu sehen. Tarasson bleibt erstmal auch auf der Platte. Ja. Am Kreis Erik Schmidt. Übergang. Torge Johansen jetzt. Wieder Zeitspiel, 6 Pässe noch. Ja, braucht er nicht. Und da hatten sie sich eigentlich festgespielt, ja, wo man gedacht hat, da ist gar nicht so eine richtige Wurfchance da. Ja, das war nicht so ein schönes Angriff von uns, aber dann kamen diese Qualitäten von Morden mit diesem starken Wurf. Aber es war nicht so gutes Tempo, wir haben so langsam gespielt, aber trotzdem kam diese Chance für Morden und hat das geschafft. Olsen, der zum zweiten Mal in Hannover aktiv ist, 2010 bis 2013 das erste Mal, schon einmal hier die Zügel angezogen. Azima. Das ist jetzt auch wichtig, dass der Torhüter wieder ins Spiel kommt. Karason. Er hat einen Schlag in seiner Hand oder so bekommen. Rückzugsverhalten vom BHC suboptimal. Muss man sagen, ja. Haben ein gutes Rückzug. Vielleicht haben die auch das gesehen im Video, dass wir haben richtig viele Konterstöße gemacht. Das ist, ich glaube, das ist ein Punkt im Fokus. Und, haben die ja bis jetzt 14 Minuten geschafft. Wobei ich jetzt gerade meinte, in der Situation fand ich, dass die zweite Welle von Hannover, wenn sie die energischer spielen, der Bergische hat sie sogar einen Tick schneller hätte zurücklaufen können. Genau. So, es bleibt eng. Nichtsdestotrotz gelingt es Hannover, erneut mit 2 Toren in Führung zu gehen. Gute Kreuzbewegung und dann ist Karason blank. 2 Würfe, 2 Tore von Karason. Ein ganz gutes Händchen jetzt. Ja. Schmidt zieht das Foul. Mittelblock neben Patrei. Febo von Hermann. Und jetzt kann es halt mal schnell gehen. Jetzt war die Rückzugsbewegung da. Ja. Stehen ein bisschen offensiv. Ui. Die Chance war da, aber hat nicht das benutzt. Bislang aber die Außen noch nicht so richtig zur Geltung gekommen. Nein. Kriegst du das manchmal auch mit, dass du dann so denkst, ah Mann, jetzt spielt mich doch mal ein bisschen an, wenn man so 10 Minuten gefühlt nicht einen Wurf hatte? Ja, das fühlt man
manchmal die Außen, dass man nicht die Ball so oft bekommt. Aber ja, so ist es. Als Außen, außen vor. Ja, genau. Mike Patral trifft. Den kriegen sie überhaupt nicht in den Griff. Ja. Jonowski zögert wieder eine Sekunde zu lang. Über die Mitte und der Zwillingsbruder trifft Maximilian. Ein Hermann Kreuz. Vor allem aus der Situation, ne? Du ziehst ja eigentlich weg aus deiner günstigen Lage. Ja. Bist schon quasi auf der eher schlechteren Halbhälfte. Gut gefangen von Erik. Gutes Spiel. Ja, müssen wir mal. Aber auch klasse Zuspiel von Patral. Ja. Und Erik Schmidt hat dann auch einfach die Größe dafür, um den aus der Luft zu pflücken. 2-5. Er hat einen langen Arm. Ja, Maid hat eine große Rolle genommen die letzten paar Wochen, wo. Ja, Morten Olsen war verletzt und so hat er 60 Minuten gespielt in Angriff und Abwehr. Selbst als er angeschlagen war, hat er auf die Zähne gebissen. Und gibt die erste Auszeit. Sebastian Hinze, der Gästecoach, hat sie genommen. Nein, immer wieder vor uns, klaut das nicht. Erstens die zweite Geschichte, wenn wir wieder im System 1 sind. Und jetzt kommt hier das kleine Absetz. Haltet es eng, dass wir den Kreis kriegen an die Situation. Aber macht Druck an Ballbesitzer. Vorne ist alles sauber. Wir brauchen 4 Tore. Auf geht's! Hey. Wir brauchen 4 Tore? Was meint er damit? Bis zur Halbzeit? Oder 4 Tore Vorsprung? Weil es jetzt 3 sind? Ich hoffe, bei 4 Tore bis zur Halbzeit wäre ein bisschen wenig. Ne? Ja, genau. Also ich hätte gern mehr Tore als 4 Tore bis Halbzeit, aber ich glaube, er meint ein 4-Tore-Vorsprung. Jetzt gibt es 3. Wie empfindest du Jens Bürkle bei diesen Auszeitansprachen? Ja, ich finde ihn richtig gut. Also er kommt immer mit seiner Meinung und hilft die Mannschaft bestmöglich. Und jedes Halbzeit gucken wir Video von erster Halbzeit in Kabine. Oha, ja, tatsächlich. Ja, ja, sehr technisch mit Video und so, finde ich richtig gut. Wo man können sehen, die Spieler, okay, hier mache ich das gut und hier mache ich das schlecht. So, dann lernt man auch das von Fehlern. Alexander Herrmann, wieder Torschütze, mit dem haben sie Probleme. Ja, er hat Succes mit seinem Wurf. Er ist ein richtig guter Spieler. Also hat so lange Zeit das gezeigt. Ein starke Tour. Er macht also ein starke Wurf, muss man sagen. Er kommt immer mit diesem Druck von halb und wirft sehr schnell. Gut gespielt wieder. Und wieder ist es Erik Schmidt. Da wäre sogar die Möglichkeit gewesen, den Außen mitzunehmen, Torbjörn. Ja. Er hat einen großen Vorteil gegen so einen Außen. Er ist viel größer als 7. Sehen wir es nochmal. Ja, wenn der Ball nicht drin gewesen wäre, hätte es auch 7 Meter geben müssen. Abwehr im Kreis. Genau. Die stehen eigentlich beides im Kreis. So. 3 Tore. Jetzt gibt es mal ein bisschen Bewegung im Rückraum vom Bergischen HC. Gut Brot auf Rückraum links. Mitte bleibt Babak und rechts haben wir den Mann mit einem extrem schwierigen Namen. Aber klasse Parade von Zima erstmal. Und jetzt geht's schnell, Lars Lehnhoff. Jawohl! Gutes Tor. Und da haben wir die 4 Tore Vorsprung, die Jens Bürkle gefordert hat. Ja, genau. Ja, klasse Parade von Zima und dann geht es schnell. Und die Ball kam in die richtige Rechnung. Lars hat ein gutes Tor gemacht.
Der Wurf von Gutbrot, klasse Parade und dann geht's richtig fix. Und der Mann mit der 90, Kichitou, hier ist er am Ball. Gut gespielt von Torge. Lenov zum ersten, zum zweiten. Dann geht es schnell. Ein klasse Assist von Torge Johansen. Und solche Tore sind so wichtig, weil sie so unheimlich kräftesparend sind. Ja, ja, und Lenhoff ist schnell, das weiß Torge. Gutes Technik. Dann 5 Tore Vorsprung jetzt. Aus BHC-Sicht gilt es jetzt aufzupassen, dass man hier nicht den Anschluss verliert. Kichitou. Der Rumäne 26, Nationalspieler, einer mit Champions-League-Erfahrung. Oh, schlägt der Rückzug. Es gibt ein Missverständnis da von Bergischer HC-Abwehr. Dann kommt Fabian Böhm mit Fulbrook und ja, eigentlich einfach. Sieht man deutlich da, ein Missverständnis. Der Unterschied ist gerade eine Kopfsache. Ja. Hannover-Burgdorf hellwach, BHC wirkt ein bisschen schläfrig. Ja, genau. Haben die schnell geschehen und schnell genutzt. Gibt den 7 Meter für den Einsatz von Kapitän Fabian Gutbrot. Ja, er sieht, dass Raum gibt von Fabian Böhm da und Erik Schmidt kommt zu spät. Und klar, 7 Meter. Auch einer, der lange verletzt war, 8 Wochen fehlte mit einem Innenbandriss im Knie. Und er kehrt wieder zurück an die 7-Meter-Marke. Der beste Torschütze im Team, Gunnarsson. Zweimal Treffsicherster gegen Balingen im Pokal und in der Liga. Er ist sicher. Drei von drei jetzt. 7 Meter von Gunnarsson. Neuer Mann auf rechts außen mit Timo Kastening. Hannover-Burgdorf, während wir die Szene hier nochmal sehen. Aber bin gespannt, wann Martin Ziemer seine erste Chance dann im Tor bekommt, weil Walter Semisch ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen am Verzweifeln. Ja, genau. Ich glaube, nächstes Mal nimmt Ziemer die Chance, versucht das zu halten. Glaube ich. Zu früh genommen den Wurf? Ja, vielleicht. Also, du darfst auch Nein sagen. Ja, ja, aber eigentlich, ich weiß auch für Morden, dass diese Chance ist für ihn gut, weil er wirft so gut. Aber im Moment hat er nicht Glück mit seinem Wurf, aber er ist auch nicht der Typ, die sagt, okay, dann darf ich nicht mehr. Und das ist auch wichtig, dass er versucht weiter Success zu machen, aber ja, das war zu früh, will ich sagen. Arm ist oben, Zeitspiel angezeigt, 6 Pässe. Ah, ja, schade. Abgefälschter Ball von Fabian Böhm, geworfen von Kichitou. Eigentlich eine okay Parade von, ich glaube, das war Böhm. Ja. Aber es ist zu lange Ecke. Unmöglich für Sima, das zu halten. Patrai jetzt auf Rückraum links unterwegs. Starkes Spiel. Und Lars ist dicker von außen. Da sieht man auch, wie stark Maid Patrai ist, 1 gegen 1. Das ist auch eine Qualität, dieses Unberechenbare. Man weiß bei ihm halt nicht, der kann selber werfen, der kann aber auch halt spielen. Und die Außen, wo es reinkommt, dann gibt es viel Raum für Lenhoff. Hannover-Burgdorf hatte so ein paar Minuten, wo man gedacht hat, oh, jetzt fallen sie in so ein kleines Loch. Mittlerweile bärenstark zurückgekommen. Mit 4 Toren noch immer in Front. 7 Minuten sind es noch in der ersten Hälfte. Rudi Preuß hilft mal mit seinem schnellen Wurf. Ganz unten.
stark. Dann geben sie sich Platz. Wieder Konter, Lehnhof. Überblick. Jetzt führen sie sie ein wenig vor. Kai Heffner musste selber gerade ein bisschen grinsen. Ja. Ja, und er ist granatenschnell, Heffner. Meistens macht er, wenn er 8 Tore macht, dann macht er vielleicht 4 von Konter, weil er ist so überragend stark. Ja, und schnell in Konter. Das ist ein klasse Vorteil. Vielleicht noch immer ein wenig beflügelt von seiner Hochzeit im Sommer. Oder was ich heute gelesen habe, dass er vor jeder Partie Spaghetti Bolognese wohl isst. Macht er das? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es nur auf die Heimspiele gemünzt war, aber zumindest wohl sehr gern. Okay. Mit Spaghetti-Power quasi zum Erfolg. Okay. Babak. Versucht er durchzugehen, wo gar keine Lücke war. Ja, aber die stehen im Kreis, glaube ich. Das sieht er auch deutlich, deswegen er geht. Und Heffner weiß das. Und guck mal, jetzt ist ja, Zima. Ja, jetzt steht Zima da. Er versucht sein Glück gegen Gunnarsson. Kein Glück. Ah, der ist schon stark von der Linie. Er ist mega stark auf 7 Meter, muss man sagen. Ein guter war ja schon. Vor allem ohne irgendwelche Trickwürfe, immer knallhart durchgezogen. Aber es ist ja umso wichtiger, dass man den Torhüter ein bisschen verlädt. Ja, genau. Und das ist auch wichtig für Bergisch, oder nicht in Halbzeit gehen, minus 6 oder 7. Also für die nächste Phase ist sehr wichtig. Oh, wäre das Anspiel an Lehnhoff möglich gewesen. Ah, gut. Wir haben nichts gesagt. Ja. Gutes Überblick von Heffner. Da stehen die engen Abwehr. Es war kein Platz. Jens Birkle hat es ja noch mal betont, dass es so eng in der Tabelle ist, dass deswegen Heimsiege Pflicht sind. Und er meinte auch, derzeit läuft es vermeintlich wieder besser. Aber sie sollen heiß bleiben und das sind sie in dieser Phase. Kai Heffner. Hey, guck, wie schnell er ist. Er ist erster Mann vorne. 19:12. Nach 26 Minuten. Das sagt alles über die Abwehrleistung vom Bergischen HC. Ja. Ja, starke Leistung. Muss man sagen, also 19 Tore in 26 Minuten. Das ist überragend. Dabei fällt einem eigentlich auf, wenn man auf die Statistik schaut, dass der Bergische HC nur den drittschlechtesten Angriff hat, dass das eher so eine große Baustelle ist. Aber hier werden sie gerade, was die Defensive angeht, wirklich vorgeführt. Ja, das wird schwierig, wenn die spielen so nicht mit Tempo in Angriff und machen technische Fehler, wie sie haben gemacht. Dann geht es schnell in Konter und dann ist das fast unmöglich, einen guten Rückzug zu machen, wenn die macht ein, ja, wenn Zimmer macht ein gutes Paraden und Johansen oder Lehnhof oder Heffner läuft vorne in 3-4 Sekunden, dann liegt ein Ball im Netz. So. Dann ist das schwierig. Sebastian Hinze hatte die Auszeit ja genommen. Was hättest du an seiner Stelle jetzt am ehesten angesprochen? Dann erstmal den Angriff oder die Abwehr? Erstmal die Angriff, weil die spielen mit keiner Tempo und deswegen haben wir vielleicht 5 Kontertore in die letzten 10 Minuten gemacht. So. Das Problem ist meistens ein Angriff. Die haben 12 Tore gemacht in 26 Minuten. Das ist ein Problem. Die müssen mit mehr Tempo und besser Chancen zu kommen. Also das, was angekündigt wurde, eine Entwicklung im Positionsspiel, ist bis hierhin nicht zu erkennen. Seht auch, dass wir sind gut eingestellt. Wir wissen, diese große Kreuz kommt. Die gehen viel über die Mitte. Ich finde auch, dass Preuß am Kreis vom BHC sich nicht optimal bewegt.
Wieder die Konterchance. Kai Häfner, Kastening, diesmal Babak dazwischen. Mal einer, der damit zurückeilt. Das war ein gutes Rückzug. Aber der Ball soll ein bisschen früher kommen von Häfner zum Timo Kastening, aber er hat nicht ihn gesehen. Thomas Babak hier am Ball, der Mann mit der 19 seit Sommer im Team, kam von St. Otmar Gallen, da wo Philipp Biecher auch mal seine erste Auslandsstation hatte. Was aus dem wurde, ist bekannt. Weltstar. Da gibt keinen Freiwurf. Hermann Babak mit Übersicht. Oh. Den Wurf hätte er vielleicht nehmen können, hätte er ziehen können. Ja, das wäre vielleicht 10 Meter rausgekommen. Ja. Glück, das wäre fast das nächste Gegenstoßtor geworden. Zeitspiel angezeigt, Arms oben. Sima. Gute Parade. Das ist zu wenig. Ja. Auch das war jetzt keine hundertprozentige Wurfgelegenheit. Häfner, Patrail. Oh, klasse Bewegung. Gibt nur den Freiwurf für Erik Schmidt. Klasse gespielt. Gute Speer von Erik Schmidt. Er steht ja noch auf Abruf, was die Länderspielpause angeht. Kai Häfner hingegen ist eingeladen bei der deutschen Nationalmannschaft und da kommen ja noch einige dazu. Du selber wirst auch unterwegs sein. Ja. Wird eine Ehrung für euch geben, für euren Goldmedaillentriumph. Völlig zu Recht, wie ich finde. Patrai. Gute Parade von Rudek, Junioren-Nationaltorhüter 2015 bei der WM mit der U21 Bronze geholt. Vor kurzem seinen Vertrag bis 2019 verlängert. Das ist einer im Tor, auf den man setzt. 22 Jahre noch jung. Letzten 20 Sekunden laufen. Aktuell 7 Tore Rückstand. Werden daraus noch 6? Moritz Preuß verkürzt. Ja, kurze Auszeit. 5 Sekunden. Jens Bürkle genommen, genau. Will das jetzt nochmal steuern, um hier im Optimalfall halt noch einen Treffer zu erzielen. Was wäre so eine Variante, die du dir vorstellen könntest? Vielleicht Torwart raus. Ein extra Feldspieler rein. Und dann vielleicht mit 2 Kreisel. Joachim Hugo und Erik Schmidt rein. 5 Sekunden ist viel in Handball. So, die können auf jeden Fall 11, 10, 9 Meter so kommen. Ein gutes Wurf. Oder einspielen. Zeit läuft, Patrail. Gibt noch mal den
Freiwurf? Nee. Das war's. 19:13 steht es nach 30 Minuten. Und wir schauen natürlich, dass wir noch direkt einen kleinen Eindruck bekommen von der Platte. Danach gegen Minden folgte der zweite Sieg in Serie. Göppingen dann ein Unentschieden und dann ging es los. Pleite gegen Kiel, Pleite gegen Balingen in der Liga und auch die Pleite unter der Woche gegen Balingen im Pokal. Was haben Sie also noch in petto, um hier eventuell doch nochmal ranzukommen? Und was dann möglich wäre, will ich mir gar nicht ausmalen, weil es bis dahin ein so unfassbar weiter Weg erstmal ist. Die zweite Hälfte läuft. Der BHC weiterhin in Weiß, Hannover-Burgdorf von links nach rechts. Personell ist das die Mannschaft, die auch die erste Hälfte begann. Arm ist oben. Jetzt gibt es die Ansage, Babak. Hermann umläuft und trifft. Böhm, Patrei, Heffner, die wollen natürlich direkt da anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Waren extrem früh aus der Kabine wieder raus, wieder auf der Platte. Hallo? Und ja, hallo. Kasper ist wieder da, auch aus der Kabine zurückgekehrt. Yep. Wie hast du Jens Bürkle erlebt? Bleiben für Rennen, Konter und wir wollen immer diese vier Tore Vorsprung haben und bis jetzt haben wir das, so das ist gut, aber eigentlich Fokus zu halten und wir machen richtig gute Sachen in erster Halbzeit und ja, wir stehen gut in Abwehr und deswegen machen wir viele Konterstöße und Kontertore. Aber er war eigentlich zufrieden, aber natürlich immer Fokus zu halten. Das dauert 30 Minuten mehr. Ah. Hückerüth mit dem Fehler, kommt einen Schritt zu spät raus und er erwischt ihn dann auf dem falschen Fuß. Alexander Hermann, hier. Ja. Eine Bewegung, Patrei kann dann nicht mehr ausbaden. Gute Wurf. Weil du es angesprochen hattest, dass Jens Bürkler auch in der Halbzeit Videoszenen zeigt. Was ja. Hat er jetzt für eine Szene gezeigt? Ja, also... hat ein paar Sachen gezeigt, so gute Sachen und schlechte Sachen, Abwehr und Angriff und so. Okay. Finde ich eigentlich gut. Dann lernt man das und kann das live sehen. Was wir haben gut gemacht, aber wir müssen diesen Fokus halten und jetzt gibt es nur vier Tore Vorsprung. Wir sehen auch, die Bergische HC kommt ein bisschen mehr offensiv. Jetzt technische Fehler. Wieder kein Tor im Angriff. Ja. Wirken jetzt deutlich beweglicher. Die Gäste aus Wuppertal. Mit dem Wechsel mit Rot raus. Babak wieder der Spielmacher rein. Der betont hat, dass es schon viel besser lief in den letzten Spielen, auch wenn die Ergebnisse nicht unbedingt stimmten. Semisch mit der Parade. Wichtiger Moment, dass jetzt der Torhüter auch wieder eine größere Rolle spielt und Fabian Böhm spaziert da mal in aller Seelenruhe durch die Abwehr. Starke Aktion von Böhm. Er kommt mit 110 Kilometer. Und gehen kurz 1 gegen 1 und ein guter Wurf auch von oben. Das ist auch definitiv einer, der Hannover-Burgdorf gefehlt hat. In der letzten Saison 144 Tore erzielt. So viele hatte kein einziger bei euch im Team. Ja,
Er hat eine überragende Saison, letzte Saison gespielt und ja, er passt auch richtig gut für in unser System. Also er kommt mit hohem Tempo und steht gut in den Angriff und er ist schnell in Konter auch und hat einen fantastischen Überblick. So, kann zudem auch in der Abwehr agieren. Ja, genau. Bergischer 10 Unterzahl, gab noch die 2-Minuten-Strafe. Eine gute Parade von Temiz. Jetzt kommt Konter. Kann den außen mitnehmen, Kastening. Ui, starke Wurf. Mit der Wurffinte. Wurffinte, Torwart denkt, es kommt in unten und dann im letzten Moment kommt mit seiner Gelenk mit Volldruck von oben. Sehr gute Technik. Das kann jetzt eine spielentscheidende Phase sein. Zwei Paraden plus Tor. BHC noch 50 Sekunden in Unterzahl. Rot zurückgekehrt in den Angriff, trifft direkt. Seit 2013 im Team von Balingen-Waldstätten gekommen. War ein harter Wurf von Gutbrot. Kommt gnadenschnell über den Kopf von Cemic. Schwer zu reagieren. Noch Überzahl 20 Sekunden. Oh. Start. Klasse Bewegung von Mai Patrol. Ja, klasse Bewegung, klasse Speer von Hügelroth. Dann gibt es Überzahl 2 gegen 1. Gunnarsson geht zum Lehnhof und dann. Entscheidend das Timing vor allem. Genau. Und so sind es wieder 7. Lass uns die Phase nutzen und mal über euren Saisonverlauf sprechen. Es gab den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte mit 6-2 Punkten. Danach gab es dieses kleine Loch. Was ist da passiert? Ja, also dann haben wir diese Verletzung für Sven Sören, Christoffersen und viele hat so ein kleines Verletzung und so konnte spielen. Also ich habe auch weitergespielt und ja, und dann haben wir schlechte Sachen, wir haben schlechte Angriff gespielt und haben wir mit 10 verloren in Stuttgart und so und eigentlich ein bisschen komisch, weil wir haben so gut angefangen, wie du hast gesagt. Und, aber jetzt sind wir zurück in einen guten Rhythmus, muss ich sagen, und wir machen viele Toren, haben wir viele Probleme mit in dieser schweren Periode und wir spielen mit Druck und Tempo und Angriff und dann sind wir zurück eigentlich. 23 Tore nach 37 Minuten ist sehr stark von uns. Und wir sind gut eingestellt in der Abwehr. Und ja, also das ist eine gute Periode für uns in diese letzten paar Spiele. Du hattest es angesprochen, diese Stuttgart-Partie mit diesen 10 Toren Unterschied. Das war der Auftakt. Dann gab es diese unglückliche Niederlage gegen Berlin daheim, wo man eigentlich das Spiel nur noch hätte nach Hause bringen müssen. Mit einem Torunterschied verlor man. Ja. Und halt die dritte Pleite Balingen. 3 Tore Unterschied in Balingen. Jens Mögler hat gesagt, das war so ein wegweisendes Spiel, weil man da irgendwie nochmal realisiert hat, in was für einer Situation man sich befindet, wo dann nochmal diese Gier erst recht zum Vorschein gekommen ist danach. Ja, war das so ein Schlüsselspiel? Ja, also es war so ein Spiel, wo wir nicht kamen mit 110% und dann wissen man auch, dass wenn man nicht kommt mit 110% physisch, aber auch mental, dann ist es immer schwierig. Und in Balingen, die haben ein gutes Handwerk und sie spielen, kommen immer mit Full Druck da, dann gewinnt man nicht. Und das war sehr nervig, aber auch verdiente Sieg für Balingen. Aber wir haben viele Bälle verworfen in diesem Spiel, haben viele Möglichkeiten, aber haben nicht das genutzt. Am 8. Spieltag gab es dann den Heimerfolg gegen Minden, gegen den Aufsteiger. 9. Spieltag auch wieder so eine bittere Pleite gegen Kiel, wo auch was drin war, wo erst der Erfolg in letzter Sekunde, ich glaube 22 Sekunden vor Schluss, Thomas Golduvniak war es so in etwa. Ja. Die Kieler, der deutsche Rekordmeister, den Erfolg feiern konnte. Aber halt auch diese Göppingen-Vorstellung, das war ja auch ein extrem starker Auftritt. Ja, das war eine starke Leistung und Rechner macht jetzt, was er will. Ja.
Ja, die Chance war eigentlich da in Kiel auch und hatten den Ball mit 20 Sekunden zurück. War eine Aktion, wo Mike Vertreil geht 1 gegen 1 gegen Weinhold, die bekommt 2 Minuten und ja, haben eigentlich die Chance, aber es ist auch immer schwer in Kiel zu spielen, aber das ist auch ein guter Eindruck, dass wir nur mit 1 verlieren. In Kiel haben die Chance zu gewinnen, verliert nur mit 1 Berlin. So in diese Periode ist sehr gut für uns und ja, also wir spielen richtig gut zu Hause und sieht man auch deutlich heute. Nächste Woche gibt es dann ja auch endlich die Pokalauslosung, wer der nächste Gegner wird im Kampf um das Final Four-Ticket. Das ist schon ein großes Ziel vorne. Ja, klar. Also die ganze Ziel, also können wir in Final Four kommen, das ist das Überragende. Also, und ich bin richtig gespannt, für welche Mannschaft kommt am Mittwoch. Gute Parade. Ah, schade. Das ist eine gute Abwehr, aber Joachim Hügeroth gibt alles, springt rein und das ist sehr ärgerlich. Ja, bekommt ihr trotzdem den Assist. Ja. Moritz Preuß staubt ab. Ja, du kennst ja aus eigener Erfahrung auch die Halle in Hamburg, hast da für den HSV gespielt. Was kann da für eine Stimmung aufkommen in diesem Kessel? Ja, so geile Stimmung. Also es sind 14.000 Leute da und ist eine überragende Atmosphäre, so eine geile Halle. Und das ist ein Traum für alle Handballer, da zu spielen. Also das ist top professionell und man sieht auch letzte Pokal, wie eine Stimmung da war. Und ja, das ist immer ein Traum für so viele Zuschauer zu spielen. Uelzer auf der Mitte mittlerweile, Mann mit der 15. Neuer Spielgestalter statt Babak. Er soll jetzt sein Glück versuchen. Hat sich lange vor der Partie mit Jens Bürkle unterhalten. Die sich noch aus gemeinsamen Balinger Zeiten kennen. Kommt hart. Gute Wurf von Hermann. Semisch mit keiner Chance. Nee. Sieht man auch selten, dass er nicht rechtzeitig die Arme da hochbekommt bei so einem Strich. Ja. Patrei mit dem Stürmerfoul gegen Gunnarsson. Zwei Minuten. Karasson bekommt die 2-Minuten-Strafe. Mittlerweile übrigens am rechten Daumen getaped, ja. Wo er in der ersten Hälfte einen Schlag bekommen hatte. Aber gut, dass das rechts ist und nicht links. Schauen wir nochmal drauf. Hermann. Ja, okay. Kommt dieser Push von Zeit. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde er ihn schubsen oder so. Es ist eher so ein Begleiten. Ja, genau. Also ich finde, relativ harte Entscheidung. Freiburg hätte es da wahrscheinlich auch getan. Aber das ist die gleiche in der ersten Halbzeit mit diesem Gegenstoß von Heffner, wo er auch 2 Minuten bekam. Also deutlich, dass die Schiedsrichter keinen Kontakt wollen haben. Mit diesem Druck von Seite und so in Bewegung, das wollen die nicht. So ist es. Das ist die Linie heute. Tor von Maximilian Hermann, weil die Abstimmung zwischen Hückelried und Olsen noch nicht da war in Unterzahl. 5 Tore vor. Jetzt kommt Übergang von Joachim Hügeroth. 2 Kreisel. Hab mich gerade auch schon gewundert, was er da außen zu suchen hat. Ja. Starke Kämpfe von Hügeroth. Also vor allem wichtig und vor allem den Fehler ausgebügelt, meiner Meinung nach, von Olsen. Weil den Wurf in Unterzahl zu nehmen, also da brauchst du ganz schön Eier für. Ja, also. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Also es war kein Arm oben, kein Zeitspiel, ohne Druck drauf. Genau. Eigentlich eine gute Chance für ihn. Hat viel Succes mit das in den letzten paar Saisons und hat auch in Olympia das gezeigt.
seine Wurfqualität hat. Aber das ist zu wenig für die Abwehr. Bekam vor Olympia im Urlaub die Einladung, ist dann noch nachgereist. Ja, von Bali. Lenov schnappt sich den Ball. 7 Meter, Schütze Nummer 1 im Tor, Christopher Rudek. Butterweich, aber es gibt den Blick, weil am Kopf vorbei. Ja, es war über den Kopf. Eine gute Entscheidung. Torwart geht unten mit seinen Armen. Aber Torwart meint, das war zu eng für den Kopf. Kann auch sein. Ja, er trifft eigentlich ihm in Geschick. Ja. Ist ja quasi eine inoffizielle Regel, dass man Torhüter dann nicht am Kopf oder um den Kopf herum wirft. Ja, ja, verständlich, dass Rodek ein bisschen sauer wird. Ja, zum Glück war es kein Matthias Andersson da, weil dann wäre es noch ein bisschen heftiger, die Reaktion ausgefallen. Ja, ja, aber wenn es ja, aber wenn es deutlich in Geschick sitzt, dann ist ja das rote Karte so. Gute Abwehr in Unterzahl. Erschreckend schwaches Offensivspiel in dieser Phase, wenn man noch in Überzahl ist. Ja. Das war schon im Pokal zu sehen, diese vielen technischen Fehler, diese vielen individuellen Fehler, die dem BAC ein mögliches Weiterkommen gekostet haben. Oh, was ein Anspiel von Olsen. Schmidt kriegt ihn nicht unter. Kommt nicht zurück. Zweite Welle. Ja, das ist irgendwie nicht. Und holt sich jetzt die 2-Minuten-Strafe ab, weil er zurückkommt und ich meine ins Gesicht gegriffen hat. Boah, der hat ja auch so eine inoffizielle Beziehung mit den 2-Minuten-Strafen. Die meisten im Team, letzte Saison die drittmeisten der Liga kassiert. Ja, also spricht Erik aber auch dafür, dass er zupackt. Erik spielt mit richtig vielen Verschicken in Abwehr und er ist ein wirklicher Zentralabwehrspieler für uns. Und ja, dann kostet das manchmal. Keiner tritt raus. Und dann ist es so einfach für Gutbrot. Aber sie geben nicht auf. Das ist tatsächlich jetzt die Mentalität vom BHC, die zum Tragen kommt, dass sie dranbleiben. Ja. Gute Viertelstunde noch auf der Uhr. Freiburg. Noch 1 Minute in Unterzahl. Spielen 6 gegen 6, Tor ist leer. Gut gespielt von Norden. Eine starke Leistung von Hüggeroth. Und Hüggeroth macht es besser als Erik Schmidt gerade noch. Da sieht man, wie stark er ist. Mit so großer Physik. Steht fest und dann, ja, starke Würfe. Ein fester Bestandteil im Team, so fest ist Jens Bürkle zusammen. 2012 von Christian Start, vom Champions League-Teilnehmer gekommen. Norwegischer Nationalspieler. Sekunden gilt es noch zu überstehen. Aus Sicht des Gastgebers. Oh. Lars Lenov eigentlich mit dem richtigen Riecher. Fehlen ein paar Zentimeter. Aber gut gerettet von Morten Olsen. Und das ist auch wichtig in der Phase, dass man sich quasi selber erstmal traut vorzugehen, weil man weiß, dass da einer absichert. Ja. Ölze mit dem Versuch, Preußen-Szene zu setzen. Ja, das jetzt hat er ihn. Tor ist leer. Riesenbock von Ölze.
Wenn ich weiß, dass der da drauf lauert, dann muss ich doch beim zweiten Mal spätestens Klick machen. Ja, genau. Wir haben es nochmal. Ja, und wir haben diese Regel, dann, wenn der Außenspieler versucht, einen Stil zu machen, dann halten die Rückraumspieler eventuell direkt außen. Und wenn der Ball zum Halb kommt, dann können Morden und wie es da steht, ein bisschen Reaktion und gerettet wie vorher. Fast der nächste Ballverlust. Ui. Hallo, das ist Malte Semisch. Mit einem sehr langen Bein. Gute Parade. Ja, gefühlt ist sein Bein so groß wie ich komplett. Ja, muss man sagen. Mit 180 Körpergröße. So, 8 Sekunden Überzahl. Gut. Ja, kein Tor. Wieder die Auszeit beim BHC, 47. Minute, 13 verbleiben, 7 Tore Rückstand. Oh, wir nähern uns, dass man sagen kann, das war's. Ja, glaube nicht, aber es sieht natürlich gut raus. Oh, hatte nicht viel anzusprechen. Nee. Kann zufrieden sein mit dem Spiel bis hier. Ja, also plus 7 Vorsprung, 13 Minuten zurück. Alles unter Kontrolle. Aber Heiner, wir haben ein paar Bälle verwürfen die letzten 5 Minuten. Konnte eigentlich plus 10 sein, aber ja, so ist es. Es wird ja immer davon gesprochen, über 60 Minuten konstant zu spielen. Ja. Wie schwierig ist das eigentlich? Das ist richtig schwierig. Es kommt immer Aktionen ins Spiel, wo es nicht geht, der richtige Weg. Aber man muss diesen Fokus haben und das ist immer schwierig. Aber man versucht immer alles zu geben und so und stehen gut in Abwehr und spielen guten Angriff mit hohem Tempo und gehen diesen Spielplan, wir haben gemacht und versuchen das zu machen. Aber klar, es kommt immer ein paar Aktionen, wo es nicht geht, der richtige Weg. Wir ein paar Bälle verwürfen, aber so ist es. Aber alles gesamt haben wir gut gespielt bis jetzt. Mal mit der 17 Jan Artmann jetzt eingelaufen. Gute Abwehr von Schmidt. Ist dran an Babak. Am 23-jährigen Tschechen. Riesentalent, 2013 als wertvollster Spieler Tschechiens aus. Gut gespielt. Gezeichnet. Und noch ein Spieler mit der Parade. Wird Stürmervoll gepfiffen, würde ich gerne nochmal sehen. Ja. Hatten wir jetzt gerade nicht im Bild, hier haben wir die Szene. Ja, das ist die Parade von Semisch. Ja. War da völlig frei. Jetzt gibt es aber auf der Seite 7 Meter. Und da haben wir den Spezialisten erneut. 29-jährigen Isländer. Semic. Steht auf der Linie diesmal. Nee, jetzt kommt er vorne. Oh. Fast gehalten. Ihn fast gehabt. Aber das spricht für ihn. Er lässt sich im Tor da auch ein bisschen was einfallen. Ja. Um dem Schützen es nicht ganz so leicht zu machen. Ja. Aber es nochmal. Aber starke Leistung von Gunnarsson. Das ist 5 von 5 jetzt oder so. 7 Meter. Karasson.
Klatsch am Pfosten, Klatsch am Arm, 7 Meter. Starke Aktion. Er sieht, dass es Raum gibt. Kommt mit Fulldruck. Und jetzt Torge Johansen. 7 Meter. Und Gustafsson kehrt ins Tor zurück. Der Mann, der nach dieser Saison den Club verlassen wird, zurück Richtung Heimat geht, nach Island. Johansson. Bei Wurf finden. Sieger Tor. Da musst du auch erstmal die Körperspannung bei zwei Wurf finden halten. Ja. Siebte Saison im Trikot von Hannover-Burgdorf, er unterwegs. Die letzten 10 Minuten brechen an in diesem Match. Und es spricht vieles dafür, dass Hannover-Burgdorf der dritte Heimsieg in dieser Spielzeit gelingen wird. Gut Brot mit der guten Leistung hier in zweiter Halbzeit. Verkürzt nochmal. Finde ich auch einer der auffälligeren. Hm. Aber der war halt auch lange verletzt. Klar, dass der nicht über 60 Minuten schon wieder gehen kann. Nein. Mittelblock kommt zu spät. Tankt sich dann durch. Gibt die 2 Minuten. Karason. Für Karason 2 Minuten Strafe. Ich habe nicht gesehen, wofür. Habe ich auch nicht. Aber 6 Tore vor, das gilt jetzt nochmal hier zu überstehen, diese Phase. Und jetzt Dominik Kalaput im Kreis, in 2 Kreisen zusammen mit Joachim Hüroth. Sehr junge Talent. 21 Jahre jung. Ja. Hat einen Ball da. Ah, aber das Anspiel fand ich jetzt nicht gerade sinnvoll. Ja, das fand ich Platz. Da standen 3 Leute um ihn drum herum. Selbst auch wenn er 160 Kilo auf die Waage bringt, da hat er dann auch keine Möglichkeit mehr. Ja. Meter klar. Eigentlich vielleicht 2 Minuten auch. Hüroth bekommt einen Schlag im Gesicht, hier ist raus. Unfassbar, wie er sich aufreibt. Ja. Ja, er ist so stark und so. Wir haben es nochmal. Ja, der Griff in den Arm war, glaube ich, da schon da. Also, ja. Was nochmal? Dann kommt noch einer da. Ja. Wurfarm war schon die Berührung, ja, da. Genau. Also völlig richtig gesehen. Torge Johansen zum zweiten. Gegen Christopher Rudek. In Hamburg geboren. Ja, schade. Eigentlich eine gute Entscheidung, von oben zu schießen, weil Rudek geht zum Boden. Aber das wäre eine gute Chance hoch gewesen, in, ja, Unterzahl. Ja. Nochmal auf 7 wieder wegzugehen. Aber so hoch. Ärgert sich da auch der 33-Jährige, so ein routinierter Fuchs. Wieder, das ist zu einfach. Wieder gut Brot, aber zu wenig Abwehr. Muss dann nur hochgehen, wird nicht attackiert, hat die Zeit zu schauen, was der Torhüter macht. Ja. Und rums ist er drin. Schmidt muss eigentlich vorne bleiben und Kontakt geben, aber 10 Sekunden noch in Unterzahl. Werden sie jetzt runternehmen, um dann neu aufzubauen. Und vielleicht zwei. Ah, 7. Feldspieler. Ui. Und das ist die Qualität von uns. Semisch, bärenstarke Aktion. Ja, aber zählt nicht. Ist noch nicht gepfiffen von Mitte. Aber trotzdem klasse, wie er da, ja, zurückgehalten mega klasse. Ist. Mega klasse.
gab die schnelle Ausführung des Anwurfs und dann war Semisch aber schon wieder im Tor. Oh, leider nicht belohnt, die Aktion. Ui, gute Finte. Sehr schnell auf den Beinen. Ja, eigentlich war Carlos am Weg, aber gute Hilfe von ihr Schmidt. Gute Abwehr von Hibbert. Jetzt haben sie es mitbekommen, dass man ihn nicht so ziehen lassen kann. Gibt den Einläufer. Georgi Johansson holt sich die nächste 2-Minuten-Strafe. Ah, das war jetzt die ein oder andere zu viel in den letzten Minuten. Ja, genau. Ja, Georgi Johansson meint, es gibt ein bisschen Schauspiel, aber ich glaube, das ist gut genug, 2 Minuten. Das wird ihm geschickt und so. Da, ja, vielleicht auf den Hals, schwer zu sehen, aber... Aber auch völlig unnötig. Ja, eigentlich ja. Ja. Ich finde es gut genug. So, das ist vielleicht Bergische Chance, so ein bisschen minus 2 Tor zu kommen. Und wieder gut rot. Der steht aber auch extrem lange in der Luft, legt sich den Keeper regelrecht zurecht. Ja. Ja, und er wirft von fast 6 Meter. Es gibt keine Kontakt auf ihm. Dann ist das schwer zu werden, Malte Semic. Macht so viele Tore und geht ohne blauen Fleck nach Hause. Darf nicht sein. Ja, genau. Hier ist Auszeit von Jens. Gute Entscheidung. 6 Minuten zurück. Machen ein letzte Gameplan. Das hatte Jens Bürkle ja vor der Partie auch betont, dass man auf den Rückraum achten muss beim HC. Ja, wir sind unterzahlt. Guck, dass wir da rauskommen. Ey, ja, Ruhe jetzt, ruhig in dem. Zeit runternehmen von der Uhr. Ja, die zwei wichtigen Sachen waren A, Zeit runternehmen von der Uhr, verständlicherweise in Unterzahl. Ja, und das zweite, es kommt wieder der zusätzliche Feldspieler. Bist du eigentlich persönlich ein Fan davon? Ja, also ich finde das sehr gut. Also wir haben viel das benutzt in Nationalmannschaft auch. Und ich finde das gut, wenn man gut das spielt. Das Wichtigste ist, dass man ist konzentriert und nicht so schnell spielt. Also mit gutem Überblick und so. Jetzt kommt 2-Punkt-Markierung. Die haben sich was überlegt beim Bergischen HC. Ja. Ja, klar, die müssen. Ui, Stargeburg und Rona Karlsson. Ein gutes Spiel gespielt. Starke Leistung. Und um das nochmal ganz schnell abzurunden, ich finde es verblüffend bei dieser Überzahl zusätzlicher Feldspieler-Manier. Man stellt sich das so leicht vor, aus der eigenen Hälfte aufs gegnerische Tor zu werfen und zu treffen. Das ist aber schon auch eine ganz schöne Drucksituation. Ja, ja, ja. Also das ist, es sieht eigentlich relativ einfach aus, aber es gibt weniger Raum, wenn es gibt 7 Spieler und nicht 6 Spieler. So, das ist nicht so einfach, aber ja, wie ich habe gesagt, man muss ein gutes Überblick haben. Und also jetzt konnte Spaß machen. Also jetzt machen wir das und eigentlich haben wir das gut gelöst, haben nur 2 oder 3 Tore reingesiert. Technische Fehler, so das ist eigentlich okay. Ui. Na, wird nur Freiwurf geben. Ja. Ja, und auch. Wenn man jetzt den Ball gewinnt, dann direkt aufs Tor zu werfen. Genau. Das sind auch ein paar Meter, die man da erstmal überbrücken muss, die jetzt auch nicht so einfach sind. Ja. Also, man spricht zwar vom Risiko, dass man den Torhüter rausnimmt, aber der Gegner muss es auch erstmal machen. Ja, genau. Das ist nicht immer, dass die Gegner schaffen, ein Tor zu machen von eigener Ende. Aber ja, das ist dieses Risiko. Aber im Moment spielen wir mit langen Angriffen und das Wichtigste ist, es gibt ein gutes Kommunikation, wer läuft raus, wer läuft rein, so.
Karason mit dem Versuch. Und weil der Ball gerade so schön am, an der Hose von Rudek festgeklebt hat, gibt ja seit kurzem diese Diskussion, ob es irgendwann mal ohne Harz Handball geben sollte. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass du da auch kein Fan von wärst. Ja, ich glaube nicht. So, Konterstoß. 7 Meter. Gibt sie 2 Minuten, ja, Minuten gegen Kastening. Oh, jetzt machen sie sich das Leben selber noch mal schwer in dieser Schlussphase. Ja, ja, das ist diese Linie heute. Wir haben in erster Halbzeit gesehen, die gleiche, diese Häfner-Aktion, wo man kommt von Seite. Das ist nicht die größten 2 Minuten in der Welt, aber so haben die gepfiffen den ganzen Spiel. Hermann zieht da voll auf den Mann, gibt den Kontakt. Ja. Der wollte da, glaube ich, schon die 2 Minuten auch mitnehmen. Ja, klar. Damit hier es vielleicht wirklich noch mal eine Chance gibt. 7 Meter. Gunnarsson. Sieger. Kannst du an diesem Tag nicht schlagen. Nee. Und es bleibt bei dieser offensiven Deckungsvariante. Ja, die müssen das probieren. Also, die müssen schneller Tor machen. Es gibt nur 4 Minuten zurück und -5. Das ist schwer raus, aber deswegen machen die ein bisschen offensiv. Die hoffen natürlich, dass wir machen einen technischen Fehler oder einen schnellen Wurf oder so. Dann das sieht man auch in den Köpfen Böhm gerade schon. Da war theoretisch ja die Option, aus dem Rückraum zu werfen. Ja, genau. Aber dann kommt der Faktor Zeit von der Uhr nehmen halt doch irgendwo ganz hinten ja im Kopf zum Vorschein. Ja, genau. Jetzt kommt passiv. Weil der Semi ist wieder ein Tor. Eigentlich alles unter Kontrolle. Noch den Ball. Ja, das war schwer. Ich über 2 Blocken. Rückwärtsbewegung gefragt. Es gibt wieder 7 Meter. Ja. Oh, da bin ich jetzt auf die Zeitlupe gespannt. Abwehr im Kreis war es, meine ich nicht. Es sieht nicht so raus, aber lass uns sehen. Ja. Ja, ah, doch. Okay. Lindhoff steht im Kreis mit ein halbes Fuß. Schmidt ist es. Schmidt auch. Ja, Schmidt ist es. Ja. Ja, ist gut genug. Also das wäre jetzt das Signal, wenn Semel stehen rausholt. Yep. Dann ist es hier alles durch. Yep. Das war's. Den kannst du so halten. Die letzten 3 Minuten sind angelaufen. Dann geht. Ja, bleib ruhig. Arnor Gunnarsson dann doch irgendwann mal die Variante aus. Ja. Geile, geile Wurf vom Tor, ja. Aber dafür ist er ja berüchtigt. Genau, also er kann wirklich gut würfen von halb. Er mag manchmal so ein Tor, wo man denkt, okay, wie ist das möglich? Nächste Parade. Oh. Ah, schade. Option war da, vielleicht sogar noch zum Mann des Tages zu werden. Aber nichtsdestotrotz, sein jungen Jahren, der ist auch erst 24, das ist schon ein echt starker Torhüter da. Ja. Im Kasten. Generell ergänzt sich mit Martin Zuma auch sehr gut. Ja. Letzten 2 Minuten laufen. Halle steht 6 Tore vor. Ja, fantastische Unterstützung heute wieder, muss man sagen. Coole Halle. Die Jungs haben alles gegeben. Arm ist wieder oben, Böhm. Freiburg. Patrick. Abwehr wird nochmal ermahnt. Abstand. Jetzt kommt Olsen. Das war's. Yep. Sein Tor. Morten Olsen. 32, 26. Eine Minute nur noch zu gehen. Aber nochmal, ich finde, das muss man einfach mal herausstellen, der BHC, was die hier für einen Einsatz an den Tag gelegt haben über die gesamte Partie hin, obwohl sie so weit im Rückstand lagen, das ist schon bemerkenswert. Ja, das ist es, muss man sagen.
Die haben gekommen mit gutem Druck, aber ja, wir haben einfach besser gespielt und das ist richtig gut zu sehen, dass Morten Olsen wieder fit ist. Das bedeutet viel. Hat eine super Leistung gemacht. Und jetzt die letzten 30 Sekunden ist eigentlich egal. Das ist so. Das ist entscheidend. Bilowski verkürzt nochmal. Das ist die Situation dazu. Und jetzt sehen wir im Angriff Hannover-Burgdorf mit dem letzten Spielzug. Karason, auch der Pass. Ja, natürlich. Der Rückraum heute entscheidend bei Hannover-Burgdorf. Ja. Karason, Heffner, Olsen, Bärenstark. Ja. Mit 33 zu 27 gewinnt Hannover-Burgdorf gegen den Bergischen HC.